Willkommen zurück zu einem neuen RageMP C-Sharp Tutorial. Heute werden wir zwar kein C-Sharp machen, dafür JavaScript auf Basis des clientseitigen Codes von uns. Dazu habe ich schon mal Visual Studio geöffnet und den Ordner Client Packages damit geöffnet. Wir werden heute die Funktion DrawText von RageMP benutzen und damit zum Beispiel unten links die Position, wo wir uns gerade befinden, auf dem Bildschirm schreiben werden oder auch oben unseren Servernamen oder eine Domain. Wenn ihr natürlich auch in der Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo da. So, wir benutzen hier die Funktion DrawText, das habe ich ja schon mal erwähnt. Die sehen wir hier im RageMP-Wiki. Wie immer natürlich, alle Links sind unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Hilfe braucht bei irgendwelchen Tutorials, schaut doch gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Den Link findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir benutzen hier mpgame-graphics-draw-text. Damit können wir entweder einen Text auf unserem Bildschirm zeichnen lassen oder auf ein Objekt oder auf eine bestimmte Position. Dazu ist dann die Z-Koordinate hier optional verwendbar. Das heißt, entweder nutzen wir X und Y, dann kriegen wir es nur auf unserem Bildschirm, oder X, Y, Z, dann können wir es auch irgendwo in die World setzen. So, was braucht er? Die Font, Color als Array Color of Text plus Alpha, Scale, die Größe, also 1.0 wird hier beschrieben, ist gut, können wir natürlich auch größer skalieren, dann Outline, Bool, Text has borders or not, und Center, wahrscheinlich, dass es zentriert wird, aber hier steht keine genaue Beschreibung zu Center. Diese Funktion müssen wir nämlich in einem anderen Event aufrufen, und zwar in einem Tick-Event. Bei JavaScript heißt das Render. Render wird bei jedem Tick aufgerufen. Hier ist die genaue Beschreibung dazu, denn wir zeichnen das nicht einmal und es bleibt, sondern wir zeichnen es wieder. Beim nächsten Tick muss es wieder gezeichnet werden, deswegen kommt es hier rein. Hier ist ja auch schon ein kleiner Beispielcode mit This is called every frame. Hier sehen wir dann, wie das funktioniert. So, wir fangen direkt mal an, ab nach Visual Studio. Dann würde ich sagen, legen wir hier mal einen neuen Ordner an. Den nennen wir Draw. Und in diesem Ordner erstellen wir eine neue Datei. Die nennen wir auch draw.js. Dann erstellen wir in dieser Datei ein neues Event. Das nennen wir mp.events. Ja, dieses Auto-Ding ist wieder bei mir aktiv. So, mp.events.add. Das nennen wir Render. Dann, wie gehabt, der Standardaufbau eines Events. Größer gleich, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Hier unten dann noch ein Semikolon hin. Und hier machen wir mal beispielhafterweise für was Einfaches mp.game.graphics.drawText. Dann könnt ihr auch einen Servernamen hier reinschreiben. Ich schreibe jetzt mal hier rein nemesis.de. Dann hier ein Komma, in eckigen Klammern x und y. Das heißt, ich mache jetzt mal 0.5. 0.005, das was auch im Wiki als Beispiel genommen wurde. Sag Komma, da müssen wir jetzt hier die Optionen reinpacken. Die Optionen waren ja wie eben die Font. Da schauen wir uns gleich eine schöne Font rein. Ich schreibe mal hier 0 rein. Dann Color. Dann könnt ihr jetzt hier Rot, Grün, Blau und Alpha als Wert angeben. Ich lasse es mal so. 255 ist Alpha komplett sichtbar und als Farbe Weiß. Dann die Scale. Ich nehme jetzt mal 0.5 als Scale, 0.5 und 0.5, und Outline sage ich auf True. So, wir gehen mal zurück zu diesem DrawText und sehen auch hier unten die Fonts. Hier könnt ihr euch eine Font aussuchen, 0, 1, 2, 4, 7. Ich bleibe bei der 0, die sieht eigentlich ganz gut aus. Und somit müsst ihr jetzt auf unserem Bildschirm in Weiß nemesis.de relativ oben in der Mitte angezeigt werden. Ich packe jetzt hier noch Tilde B Tilde rein. Damit könnt ihr die Farbcodes hinzufügen, wie auch das, was ich schon mal bei C-Sharp gezeigt habe. Tilde B Tilde heißt dann, dass der ganze Text blau angezeigt wird. Ihr könnt natürlich auch R benutzen für Rot oder Y für Gelb. So, das war relativ einfach, aber wir wollten natürlich auch noch die Position unten uns anzeigen lassen. Dazu brauchen wir erstmal, ja, wir wollen uns die Zone, die Straße und so weiter anzeigen lassen. Dazu brauchen wir natürlich auch erstmal die Zone und die Straße.
Und diese Sachen holen wir uns natürlich auch über eine Funktion von Rage. Das Snippet habe ich selber so gefunden, verlinke euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Habe ich noch ein bisschen angepasst. Wir gehen hier oben zu Beginn unserer Datei hin und definieren ein paar Variablen. Erstmal den Let mit LetPlayer eine Player-Variable und zwar von mp.players.local. Und dann brauchen wir natürlich noch die Straße und die Zone, also sagen wir LetStreet gleich undefined und LetZone auch gleich undefined. Denn diese beiden Variablen Zone und Street werden wir gleich zuordnen. Wir fangen an mit der Straße. Wir räumen hier kurz ein bisschen auf im Code. So. Sagen hier Street. Hier rufen wir wieder eine Rage-Funktion auf mit mp.game.pathfind.getStreet. Name at Coord. Also wir wollen einen Straßennamen von einer bestimmten Koordinate haben. Sagen dazu, jetzt greifen wir auf den Player hier oben zu, sagen player.position.x, player.position.y und player.position.z. Dann sagen wir noch 0,0. Ja, wir können es mal kurz anschauen. Bei getStreetName, bei der Funktion, brauchen wir einmal x, y, z und haben dann hier als Return Value den Street Name und die Crossing Road, also Call by Reference bekommen wir die hier zurück, Street Name, Crossing Road und können dann darauf gleich zugreifen. Wir bekommen hier ein Objekt zurück, ist doch kein Call by Reference, wir bekommen ein Objekt zurück und können dann auf das Objekt zugreifen. Also auf Street Name bekommen dann Hash oder auf Crossing Road und bekommen auch ein Hash. Und dann brauchen wir noch die Zone. Die Zone bekommen wir mit Zone gleich mp.game.gxt.get mp.game.zone.getName auf Zone. Dann sagen wir hier wieder player.position.x, player.position.y und player.position.z. Hier brauchen wir keine weiteren Parameter, Semikolon am Ende. Und wir können mit dem Zeichen schon anfangen. Wir können uns das von hier oben einmal kopieren, fügen das hier ein und anstatt nemesis.de schreiben wir dann hier rein, wir benutzen dann diesen Apostroph hier oben, zack, zack, und sagen dann tilde w tilde für weiß, dann sagen wir Dollar, damit wir hier einen Parameter reinbekommen. mp.game.ui.getStreetName from Hashkey, weil die Funktion oben gibt dann nur ein Hashkey zurück und geben hier Street.StreetName mit, bekommen dann den Namen der Straße, geben dann hier unten hinten noch ein Slash N ein, also nach der eckigen, nach der geschweiften Klammer, Slash N für einen neuen Absatz und sagen dann hier tilde S tilde und wollen hier die Zone reinhaben, also wieder mit Dollar, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu Zone. Ändern die Position noch zu 0.215 und 0.925. Font setzen wir auf 4. Die Farben auf 244,210,66,255. Alpha 255 soll komplett sichtbar sein. Scale lassen wir auf 0,5 und Outline lassen wir auch auf 2. So, damit müssten wir jetzt in-game oben nemesis.de angezeigt bekommen und unten links rechts neben der Minimap unsere aktuelle Straße, wo wir uns befinden und die Zone. Mit STRG S einmal speichern und dann müssen wir einmal zu index.js, habe ich schon mal vorbereitet, einfach hier reinschreiben require.draw.draw. Damit die Datei geladen wird, auch diese Datei speichern. Dann können wir jetzt einmal den Server neu starten und oder allgemein erstmal starten und sehen uns dann gleich auf dem Server wieder. Bis gleich. Auf dem Server angekommen, loggen wir uns einmal ein und wir sehen schon, oben steht nemesis.de, das was wir hier als Draw-Text benutzt haben und unten links die Position, also die Straße und die Zone, wo wir uns gerade befinden, funktioniert auch ohne Probleme. Wir können uns ja mal ein Auto spawnen. Mit Vehicle Infernus zum Beispiel. VH Infernus ist der Befehl.
und geben natürlich Farben mit, VH Infernus 2.2. Und schauen uns dann mal an, ob sich auch die Position unten aktualisiert. Wenn wir uns bewegen, ja, wir haben gerade gesehen, wurde nach Vinewood Hills verändert. Das heißt, das funktioniert auch und ihr wisst dann dementsprechend auch, wie die Renderfunktion funktioniert. Damit wären wir am Ende vom Tutorial angekommen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.